haben, verrate ich euch gleich. Erstmal möchte ich den Direktor des Tourismus Kitzbühel-Verbandes hier auf die Bühne bitten, Herrn Walter. Den kennen wir noch nicht, der ist ein neuer Bundesverwalter. Wir können gerne noch die Tochter und die Veranstaltungen von euch überzeugen und Herr Walter möchte noch ein paar Worte an euch richten. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf und ein paar Worte sprechen darf. Wo wir uns im Frühjahr in Berlin getroffen haben und das ITS-Gipfeltreffen besprochen haben, war ich noch relativ neu. Mittlerweile habe ich ein paar Monate hier auf dem Buckel. Noch nicht so viele Jahre, wie das ITS-Gipfeltreffen in Kitzbühel hat, das gebe ich zu. Aber es kann ja noch werden, gemeinsam. Das ITS-Gipfeltreffen ist das zweite Gipfeltreffen, das wir diese Woche in Kitzbühel haben. Das erste Gipfeltreffen war ein sportliches Gipfeltreffen, das sogenannte Camp Beckenbauer, das zu Hoch in Berlin stattgefunden hat. Das ist ein hochkarätiges Gipfeltreffen mit Sportprominenz von Rummenigge, Beckenbauer, Hoeneß nicht, Netzer. Und anderen war, da war unter anderem auch der FIFA-Präsident, Herr Blatter dabei, das war der IOC-Präsident, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees dabei. Also sehr, sehr hochkarätig. Und insofern ist es eigentlich nur konsequent, dass jetzt sozusagen das ITS